Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, ab dem Weißen Sonntag haben wir in der Liturgie das große Alleluja immer als Zwischengesang mit zwei Versen. Und gerade das Alleluja am Weißen Sonntag erklingt in ganz besonderer Festlichkeit. In die Resurrectionis mea dicit Dominus precedam vos in Galiläa. Es spricht der Herr, am Tage meiner Auferstehung gehe ich euch voraus nach Galiläa. Und 8 Tage danach trat Jesus bei verschlossenen Türen in die Mitte seiner Jünger und sprach, Friede sei mit euch, Alleluja. Große österreichische Komponist Michael Haydn, der Bruder von Josef Haydn. Michael Haydn war Komponist am fürsterzbischöflichen Hof in Salzburg. Er hat dieses Alleluja vom Weißen Sonntag in einer ganz herrlichen Weise vertont. Und dieses Alleluja bringt noch einmal die ganze Osterfreude und den ganzen Ostersegen zum Ausdruck. Am Tage der Auferstehung, also am Ostersonntag, gehe ich euch voraus nach Galiläa. Und da können wir etwas sehr Wichtiges betrachten im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu Christi, dass er uns vorausgeht. Jesus geht uns in allem voraus, auch in der Auferstehung. Er ist der Erstling der Auferstandenen. Ein jeder von uns wird auch auferstehen, dem Fleische nach. Carnis resurrectionem. Bei der Wiederkunft Christi, am Ende der Zeiten, werden wir alle auferstehen. Und hier ist uns Jesus vorangegangen. Und er geht den Aposteln, den Jüngern voraus nach Galiläa. Immer geht der Meister voraus. Und wir, die Jünger, wir sollen nachfolgen. Nachfolge Jesu Christi ist immer dem Herrn nachgehen. Dem Gekreuzigten, dem Leidenden schon auf dem Kreuzweg hin zum Kalvarienberg und auch nachher, nach seiner Auferstehung, sollen wir Jesus folgen, dorthin, wo er geht. Und dort, wo Jesus ist, dort ist die Gnade. 8 Tage danach trat Jesus bei verschlossenen Türen in die Mitte seiner Jünger und sprach, Friede sei mit euch. Jesus ist der Friedensfürst. So haben wir ihn schon zu Weihnachten besungen. In der ersten Vesper des Weihnachtsfestes ist die Rede vom Rex Pacificus, vom Friedensfürsten. Der Friede, der kommt nur von Jesus. Der kommt nur vom Erlöser. Und jetzt zu Ostern ist dieses Erlösungswerk vollbracht. Und darum ist dieses Pax Vobis der österliche Gruß des Auferstandenen. Und diesen Frieden, den dürfen auch wir uns wünschen, aus ganzem Herzen und in dieser tiefen Freude der Auferstehung. Und es ist immer wieder der Gruß Jesu Christi in diesen Tagen von Ostern. Jesus geht voraus. Und die Apostel und letztlich alle Gläubigen, die ihm nachfolgen, die gehen ihm nach. Und liebe Gläubige, das kann man nicht genug betonen, dass wir dem Meister folgen müssen. Und jetzt möchte ich Sie auf etwas hinweisen, das von großer Bedeutung ist. Das geistliche Leben vieler Christen spielt sich immer umgekehrt ab. Man will selber irgendeinen Weg gehen und wenn es einem dann schlecht geht, dann soll einem Jesus nachfolgen und soll einen retten und soll einen herausziehen aus diesem Irrweg. Das ist eine falsche Einstellung. Unsere Aufgabe ist es immer zu schauen, wo ist Jesus?
Wo ist der Meister? Wo ist der Auferstandene? Wohin geht er? Dorthin wollen wir ihm auch folgen. Dann wird das Leben gelingen. Wenn wir eigene Wege einschlagen, dann sind es immer die falschen Wege, immer Irrwege. Freilich, sehr, sehr oft hat uns Jesus der Erlöser gerettet aus diesen Irrwegen heraus. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen. Wir sollen Jesus nachfolgen, dem Leidenden genauso wie dem Auferstandenen. Und der heutige Weiße Sonntag ist gezeichnet von einem großen Ereignis. Dominica in Albis und gestern schon Sabbatum in Albis, der Weiße Samstag und der Weiße Sonntag. Die Neugetauften der Osternacht haben an diesem Wochenende, am Weißen Samstag, in Rom in der Lateranbasilika, war es am Sabbatum in Albis, die weißen Kleider der Taufe abgelegt. Und auch wenn diese äußerlichen weißen Kleider an diesem Wochenende abgelegt werden, so soll doch die Seele des Christen immer dieses Taufgewand, dieses reine weiße Gewand behalten. Und liebe Gläubige, nicht umsonst ist dieses Evangelium am heutigen Sonntag dann auch immer jene Perikope, die von der Einsetzung des Bußsakramentes berichtet, als dem größten Geschenk Jesu am Osterfest. Die Übergabe der Schlüsselgewalt bezüglich der Lossprechung und des Behaltens der Sünde. Empfanget den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Ab diesem Zeitpunkt an ist das Bußsakrament eingesetzt und alle Getauften sind verpflichtet, ihre schweren Sünden unter die Schlüsselgewalt der Heiligen Kirche zu stellen, der Schlüsselgewalt der Heiligen Kirche anzuvertrauen. Die Sünden, die man vor der Taufe begangen hat, die sind nicht unter dieser Schlüsselgewalt der Kirche. Denn diese Sünden werden durch die Taufe getilgt. Und erst durch die Taufe wird man ja ein Glied der heiligen katholischen Kirche. Und erst dann trifft eben diese Vollmacht zu, die aber dann ganz real zum größten Geschenk wird des Auferstandenen. Weil wir ja auch nach der Taufe, nach der Tilgung der Erbschuld in die persönlichen Sünden fallen. Und wir die Barmherzigkeit Gottes vom Himmel herabflehen müssen. Und diese Barmherzigkeit Gottes strahlt in wunderbarer Weise am heutigen Festtag auf, durch die Einsetzung der Beichte. So haben wir alles, um in sakramentaler Weise vom Tod zum Leben zu gelangen, vom geistigen Tod zum Leben zu gelangen, durch die Taufe und durch die Beichte. Liebe Gläubige, trachten wir danach, die weißen Gewänder immer zu tragen, in dieser geistigen Weise immer zu tragen. Warten wir nicht lange, um zur Beichte zu gehen, wenn wir es nötig haben. Gehen wir möglichst schnell, suchen wir möglichst schnell immer den Beichtstuhl auf und pflegen wir in diesem Sinne auch eine gute, heilsame Beichtpraxis, indem wir uns direkt von Jesus, von der Sünde befreien lassen. Liebe Gläubige, der Weiße Sonntag ist so dann
der Tag dieses großartigen Glaubensaktes des heiligen Thomas. Und dann eben auch noch dieser so entscheidenden Worte Jesu. Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir brauchen diesen tiefen, lebendigen Glauben. Und dieser tiefe, lebendige Glaube wird gerade durch die Betrachtung der Auferstehung verlebendigt in uns. Und darum ist es so entscheidend für uns, dass wir uns mit den Geheimnissen der Auferstehung und des Himmels befassen. Liebe Gläubige, denken Sie jeden Tag an den Himmel. Es soll kein Tag in Ihrem Leben vergehen, wo Sie nicht an den Himmel und an die himmlische Herrlichkeit, an unser Ziel denken. Wenn Sie das regelmäßig tun, wird Ihr Leben hier auf Erden, Ihr christlicher Kampf, viel, viel besser vorangehen. Blicken Sie auf. Suchen Sie, was droben ist. So hat uns die Epistel am Karsamstag in der Osternacht schon verkündet. Wir brauchen einen lebendigen Glauben. Und das andere, am Weißen Sonntag, das große Ereignis, das traditionellerweise immer stattfindet, ist die Erstkommunion. Erinnern wir uns an unsere eigene Erstkommunion heute in Dankbarkeit. Und haben wir vor Augen, dass die heilige Kommunion das Unterpfand des Himmels ist, der ewigen Glückseligkeit in der Anschauung Gottes. Und so ist die heilige Kommunion das Größte, das wir hier haben. Jesus Christus, der wahre Gott und der wahre Mensch selber, verborgen im Allerheiligsten, in den Gestalten von Brot und Wein. Und so dürfen wir dankbar Anbetung halten, dankbar ihn dann im heiligen Messopfer, in der heiligen Kommunion anbeten und empfangen. Liebe Gläubige, die Oration, das Tagesgebet der heiligen Messe kündet noch einmal das Ende der Oktav und gleichzeitig das Fortströmen der Osterfreude. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, lass uns, die wir nunmehr am Ende der Osterfeier stehen, diese mit deiner Gnade in Benehmen und Lebenswandel beibehalten. Unser Leben soll durch und durch von der Auferstehung Jesu Christi geprägt sein. Diejenigen, die mit traurigen Gesichtern herumlaufen, das sind keine echten Christen. Diejenigen, die ein qualvolles Gesicht haben und nicht von den Gnaden der Erlösung durchflutet sind, die haben von der Auferstehung noch wenig verstanden. Wir dürfen uns wirklich aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele freuen, denn Jesus lebt, wie wir es in so vielen Liedern jetzt besingen. Und diese Osterfreude, die muss wirklich unsere ganze Existenz durchfluten, unser ganzes Leben erfassen. Denn das ist der Mittelpunkt unseres christlichen Lebens. Und diese Freude, auch diese Hoffnung auf die eigene Auferstehung, die darf ich Ihnen am heutigen Weißen Sonntag von ganzem Herzen auch wünschen. Uns allen. Und bitten wir die Himmelskönigin, Regina Celi, Letare, freu dich, du Himmelskönigin, dass wir an ihrer unendlich großen Freude über die Auferstehung auch teilnehmen dürfen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.